Hallo ihr Lieben, Rubi von Rubilistik hier. Ich bin gerade in der wunderschönen Steiermark auf Mittagspause vom allerletzten Hufkurs. Das ist der letzte Hufkurs von 20, die jetzt über die letzten ein bisschen über 2 Jahre stattgefunden haben. Ich bin jedes Monat am Wochenende, also ein Wochenende im Monat unterwegs und in der schönen Steiermark. Und nächstes Monat ist die Prüfung. Dann bin ich, hoffentlich kann ich dann abschließen. Ich gehe mal davon aus. Und ja, es ist wunderschön. Es ist zwar fresh, aber es ist so schön sonnig. Und im Wald ist es einfach herrlich. Und jetzt habe ich beschlossen, in der Mittagspause eine Runde spazieren zu gehen. Und es ist heute, also dieses Mal ist auch ein ganz netter Hufkurs, weil einfach ich nochmal viel Klarheit gewonnen habe. Und ich habe auch echt einen coolen Kadaverhuf erwischt. Schaut mal auf Facebook, da werde ich separat dazu posten. Und generell war die letzte Woche einfach sehr nett und mehr seht ihr im Vlog. Ich hoffe, euch geht's gut und ich wünsche euch noch einen Tag, Abend, wann auch immer euch das anschaut. Nach dem Hufkurs habe ich auch noch die wundervolle Lisa Spitzer auf ihrer wunderbaren A Little Peace Ranch besucht. Wir haben zusammen Hufe bearbeitet und Trust-Technik mit ihren Tieren gemacht. Beim Hund hat sich die Katze gleich dazu gesellt. Und dann haben wir auch noch zusammen mit einem ihrer Pferde die Trust-Technik gemacht und das war einfach wunderbar. Ich habe auch ganz viel mitnehmen können für die Zukunft. Es ist dort einfach in der Steiermark, wo sie wohnt, so eine tolle Umgebung, so eine heilsame Umgebung. Ich kann jedem nur empfehlen, sie zu besuchen und sich ihre Ranch anzuschauen. Sie ist übrigens schon fertig mit der Trust-Technik-Ausbildung und somit schon ein Practitioner. Und hier seht ihr jetzt noch ein paar Aufnahmen von der Rückfahrt. Also die Gegend dort ist wirklich einfach traumhaft. Diesen kleinen Clip musste ich jetzt einfach noch in den Vlog aufnehmen. Meine Katzen mögen den Diffusor und die ätherischen Öle meistens nicht unbedingt. Aber in diesem Fall habe ich ein Öl erwischt, auf das sie einfach total gestanden sind. Und es war Salbei einfach nur, um einen Neustart mit dem Hund zu machen. Und ja, den Zweien hat es sehr getaugt. Salbei gut. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das schaut. Alles Liebe.